Guten Abend. Weiter geht es nun im zweiten Teil mit dem RE 4730 in Richtung Karlsruhe. Öffne bitte als erstes die Türen. Simulationsbedingt musst du deinen Zug nochmal aufrüsten. Nicht vergessen, den Fahrmotorlüfter im Steuerwagen anzuschalten und nicht in die Lok zu wechseln. Deine VMAX beträgt weiterhin 140 km/h. Viel Spaß und eine gute Fahrt wünscht Amicia. Und damit heiße ich euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2020 mit mir, dem Philipp. Und heute stelle ich euch ja nach langem endlich die Schwarzwaldbahn vor von TSG, die schon seit einiger Zeit im 3D-Zug-Shop erhältlich ist. Und ich habe mir gedacht, wir fahren schön im Sommer mit einem wunderschönen Szenario von Amicia. Wir fahren hier den zweiten Teil, weil den ersten Teil, das ist ja hier die Strecke Konstanz-Villingen. Und die habe ich ja schon des Öfteren gezeigt. Allerdings interessiert uns die Schwarzwaldbahn, die viel interessanter ist. Und ja, wir starten einfach mal das Ganze und los geht's. So, machen wir erstmal hier. Mach erstmal die Tür auf. Passt. Wir fahren hier natürlich von Charmed hier, der ist wunderschöne Duster Repaint für unsere 90er Dostos und auch mit ZZA Update. Schön die alte Anax-Anzeige, herrlich, gefällt mir doch. RE Karlsruhe, haben wir auch passende Ziele mit drin. Hinter uns die gemoddete 146.2 aus dem Add-on 185.2 von Vital Railroads. Die schiebt uns mit Super Sound und ZZA RE Karlsruhe Hauptbahnhof bereits voreingestellt. Originale Ansagen sind in diesem Szenario mit dabei. Bin ich schon gefahren, hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Übrigens hier noch ein kurzer Hinweis. Die TSG Schwarzwaldbahn funktioniert nur, wenn ihr das Add-on Konstanz-Villingen besitzt. Egal von Steam oder vom VR-Shop oder sonst wo. Und erst dann könnt ihr, wie gesagt, das andere Add-on fahren, weil die Strecke ja, wie gesagt, zusammengefügt wird. Und wie ihr sehen könnt, kann man dann von Hausach bis an den Bodensee nach Konstanz fahren. Das ist wirklich super, funktioniert auch. Es gibt auch schon viele Szenarios für die Strecke, allerdings noch kein Interregio-Szenario, was ich sehr bedauere. Könnte man eigentlich sehr schöne machen, mit schönen Ansagen, selbstgesprochen natürlich. Ja, hier in Donaueschingen zweigt auch die hintere Höllentalbahn ab, der nicht elektrifizierte Abschnitt nach Neustadt und weiter elektrifiziert über Titisee, Himmelreich nach Freiburg im Breisgau. Wir fahren übrigens bergab. Da werden wir unsere E-Bremse benutzen. Um Panzern, sehr schön. Ah, mein Lieblingsgeräusch von den Druckluftüren. Rums. Jetzt können wir uns mal den Sound anhören. Herrlich. Schon mit 3 Löwentakt drauf. Genau, Fahrmotorlüfter an. Ja, auf jeden Fall für einige, die jetzt noch nicht so viel Train-Simulator-Material haben im 3D-Zug, gibt es aktuell Adventskalender, gibt es viele Produkte jeden Tag reduziert mit Bonuspunkten und so. Also greift ruhig zu, wenn ihr zum Beispiel einige Sachen vor Aufgaben zum Beispiel nicht habt. Wir haben ein ZS10, was nicht mehr aufgestellt wird. Gilt allerdings nur bei ZS3 und HP2. Fahren mit besonderem Auftrag nicht. Nächster Halt ist Villingen. Ja, ich finde den Sound auch von dem DOS so herrlich. Gefällt mir. Da sind auch TTB-Sounds mit drin. 650. Super Fahrzeug.
Diese Woche erscheint auch die Strecke Kiel-Lübeck von DTG. Die Strecke werde ich für euch auch letzt testen, allerdings mit dem entweder Ray Traction Lint mit Morphe Sound oder 218 von VR. Da werde ich mir schon was einfallen lassen. Ihr könnt natürlich auch entscheiden selbst, ne, was ich das fahren soll. Kann ich auch eine Umfrage starten hier auf YouTube. Herrlich. Strecke ist so schön. Das ist. Strecke kann ich wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Feuerstuhl schiebt. Kräftig. Schön mit der Grüne. Der Grüne. Das ist übrigens mein Lieblings-Doppelstock-Steuerwagen. Das ist wirklich schön, der 762er. Da kommt er. Feuerstuhl. Ja, letztens kam ja auch der IC-Duster von DTG raus. Also, ich habe den mal kurz getestet. Ich war sowas von maßlos enttäuscht. Vom Steuerwagen jetzt nicht, aber von der Lok. Also, wie kann man eine Metronom 146 nehmen, die einfach ein Repaint drauf klatschen und das war's. Die ZZA ein bisschen verändern. Also, das ist wirklich ein Armutszeugnis, Lok. Der Steuerwagen, okay, aber habe ich wieder zurückgegeben, bleibe ich doch bei der Rail Traction Variante. Da habe ich Linus Sound Update drin. Auf die Lok kann ich verzichten. Und ja, also es ist unglaublich. Der Zug ist mir noch nicht mal 12 Euro wert gewesen. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich jemand an Lübeck Kiel ransetzt. Weil Hektometertafeln fehlen da ja wieder, habe ich auf Bildern gesehen. Und die Schienen brauche ich gar nicht davon zu sprechen. Kurvenüberhöhung ist angeblich auch nicht drin. Ja, mal schauen. Bisher hat sich eigentlich jeder an irgendeiner DTG-Strecke rangesetzt, wie Nürnberg-Regensburg. Mal schauen. Hoffe ich jedenfalls. Weiche vorhin war aber nicht in Grundstellung gewesen. Schön viel KI-Verkehr. Dieser Sound von den Güterwagen von TTB und 3D-Zug, einfach nur geil. Ja, für das Szenario braucht man tatsächlich viel Rollmaterial, allerdings lohnt sich das.
Nächste Station, Villingen, Schwarzwald. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Mit dem Geruch ansagen. Sehr gut. Villingen im Schwarzwald. Steht auch schön hier. Regionalverkehr Südbahn Freiburg. Schön. Ganzen Anschriften da hinten dran. Herrlich. Schön mit den ZZAs hier am Bahnsteig. Nächster Halt, St. Georgen. Oh, Miller, Busse. Bauzug. Ja, bezüglich Livestream muss ich schauen, wann ich einen mache. Auf jeden Fall, dieses Jahr wird noch einer kommen. Das verspreche ich euch. Muss ich noch einen Termin finden. Schön durch die Abenddämmerung, ehrlich. Die Strecke steigt hier ein bisschen an. Die Strecke wird allerdings nicht als Steilstrecke bezeichnet, da die Neigungen unter 20 Promille sind.
Kehre nach, Villingen. Hält ganz gut mehr an. Bin auch mal gespannt, wann der Wendezug kommt mit der 218 von VR. Da hört man jetzt auch irgendwie nichts mehr. Mal schauen. Naja, ich bin ja wenigstens froh, dass die lieber Kiel jetzt machen von DTG. Allerdings, ja, die Strecke wird dann wahrscheinlich nur was, wenn wieder so ein Streckenupdate kommt. Ne? Ansonsten keine Hektometertafeln, keine Kurvenmöhung, ist schon ein bisschen doof. Und die Gleise, also die finde ich erschrecklich. Landschaft. Nächste Station, St. Georgen, Schwarzwald. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. St. Georgen im Schwarzwald.
Güterzug. Feuerstuhl. 185. Weiter geht's. Nächster Halt Triberg. Gegenzug. Jetzt geht es gleich in den Sommerautunnel mit 1697 Metern Länge. Da befindet sich auch der Scheitelpunkt der Schwarzwaldbahn und dort befindet sich auch die Hauptwasserscheide, die europäische Hauptwasserscheide zwischen Donau und Rhein. Hier der ehemalige Bahnhof von Sommerau. Geht's nur noch bergab. Da ist er. Raus aus dem Tunnel. Sehr schön an der Strecke finde ich, dass man die Tunnelnamen gut lesen kann, auch die Länge. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Hier haben wir wieder einen wunderherrlichen Ausblick
Ah, kein schönes Foto hier. Auch schönes Signal, was da aufgesetzt wurde. Herrlich, diese Landschaft hier, die Strecke. Einfach nur sagenhaft. Finde noch eigentlich die wunderschöne Höllentalbahn jetzt. Passt. Aber bis Offenburg wäre cool gewesen, die Strecke. Das wäre auch noch schön. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Der Gammelsbach-Tunnel. Die Strecke wurde nach Plänen von Robert Gerwig gebaut. Er war übrigens auch Erbauer der Gotthardbahn und auch der Höllentalbahn gewesen.
fahren wir gleich. Immer wieder herrliche Ausblicke. Ja, ich bin mal gespannt, der IC1 von 3D-Zug, wann der kommt. Ja, ich denke mal, das wird erst nächstes Jahr sein. Also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Der wird richtig cool. Da freue ich mich schon. Auf den IC1 von 3D-Zug. Der Gummabstunnel. Nächste Station, Triberg. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Der kleine Triberger Kehrtunnel wird hier durchfahren. Triberg. Zwischen St. Georgen und Hausach werden wir 564 Meter an Höhe verlieren. Die Luftlinie zwischen beiden Orten beträgt nur 21 Kilometer und auf der Zugstrecke 38 Kilometer. Deswegen diese ganzen Windungen hier auch. Güterzug.
Weiter geht's. Nächster Halt Hornberg. Jetzt geht's wieder schön bergab, wie man sehen kann. Abstieg im Tunnel. Sind wir gefahren. Ruckelt ein bisschen hier, das ist normal. Oh, wir haben einen ZR6. Die Fahrt führt in das Gegengleis. Mit HP2 mit ZR6. Bauarbeiten im Regelgleis sind die Folge. Also Bauarbeiten im Regelgleis, deswegen geht es ins Gegengleis. Bei Niederwasser. Streckentrenner haben wir gehabt. Zack. Hier passieren wir die ehemalige Station Niederwasser.
geht's gleich wieder bergab. Kurz bergauf, mal hoch und runter. Bergab. Da unten fahren wir gleich. Ah, VR2 ist wieder ins Regelgleis zurück. Der Niederwassertunnel, der letzte Kehrtunnel. Da ist die Bundesstraße mit Straßentunnel. Zack, und wieder rechts rüber.
gibt es eigentlich nicht viel Neues zu berichten vom TS. Meiner Meinung nach, das kommt jetzt lieber Kiel raus und mal gucken, was noch kommt. Fahrzeuge kommen noch. Einige, aber... Mal schauen. Ja, für OMSI muss ich auch noch einige Sachen let's playen. Den 95 Video kam sehr gut an. Das freut mich. Hornberg, unser nächster Halt. Hornberg. Gleich geht es über das Hornberger Viadukt und der letzte Tunnel wird durchfahren. Der Grüne. Weiter geht's. Nächster Halt Hausach. Thank you.
111 alleine. Das Tal weitet sich nun. So, wir erreichen in Kürze Hausach. Dort endet das Let's Play Train Simulator 2020 durch den Schwarzwald nach Hausach. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr einen Kommentar drunter schreibt. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Angenehme Woche noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wie gesagt, klare Kaufempfehlung für die Schwarzwaldbahn. Sowieso. Von rechts nähert sich die obere Kinzigtalbahn aus Freudenstadt-Schildach. Nächste Station, Hausach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hausach, Endstation. Mir hat's Spaß gemacht. Eine sehr schöne Strecke und schöne Aufgabe. Link dazu wie immer alles in der Videobeschreibung. Mein Gott, der bremst ja auch so brutal, das Ding hier. Könnte ja auch richtig anders einfahren können. Schöner Kollege, der löst mich hier ab. Ist der Peter schon da? Moin. Endstation. Das war unser Steuerwagen. Anax-Anzeige. Die gefällt mir am besten.
Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.